As you go along and you get more interested. Wenn du da auf dem Weg bist und dann wächst das Interesse. It's not just a reminder that's useful. Dann ist es nicht nur eine Erinnerung, die hilfreich ist. Because from my experience of 40 years. Also aus meiner 40-jährigen Erfahrung. At some point in this interest increasing. Gibt es da einen Punkt, wenn dieses Interesse wächst? Then you come to a point. Wo? Where the most useful thing you can do. Wo das nützlichste für dich. Is to meet a spiritual teacher. Ist einen spirituellen Lehrer zu haben. And to involve with that person. Und sich auf den auch einzulassen. This is a little bit controversial here in Europe. Das ist hier in Europa ein bisschen kontroverses Thema. Because many people are quite resistant to the certain authority aspects of that. Denn viele Leute haben einen gewissen Widerstand gegen den Autoritätsaspekt, der damit verbunden ist. But if you don't have those kind of authority issues, aber wenn du so ein Thema mit Autorität nicht hast, then to have a kind of deeper connection, a heartful connection, dann kann so eine tiefe Verbindung, eine Herzensverbindung with somebody who knows the way, mit jemandem, der den Weg kennt, tremendously helpful. Unglaublich hilfreich sein. In fact, my own teacher, mein eigener Lehrer, he used to say, der hat immer gesagt, that your work, you know, looking at the student, dass deine Arbeit, und dabei schaute er den Schüler an, is to find the teacher. Ist es, den Lehrer zu finden. And once you found the teacher, it becomes his work. Und wenn du einmal den Lehrer gefunden hast, dann macht er die Arbeit. I mean, I can't quite agree with that. Also, da kann ich jetzt nicht so ganz unterschreiben. Because I'm anyway quite busy. Denn ich bin ja recht sehr beschäftigt. So we have to share the work, you know? Also irgendwie müssen wir uns diese Arbeit schon teilen. But I think this is basically right, you see. Aber im Grunde hat er recht. For example, I have this group which met this weekend. Ich habe ja zum Beispiel diese Gruppe, die an diesem Wochenende stattgefunden hat. And we had, I mean, there was one guy this weekend. He came from Copenhagen. Und da ist ein Mann in diesem Wochenende, der ist von Kopenhagen gekommen. And I think he's been coming 5 years, 6 years, 8 years. 8 or 10 years. Yeah. 8 or 10 years. This man who's probably around 60, I think he said actually 67 years old. Also dieser Mann, der ist schon seit 8 oder 10 Jahren sogar in dieser Gruppe und er ist 67 Jahre alt. And as somebody just said, he's been doing that for about 8 years, every 3 months. Und wie wir gerade herausgefunden haben, hat er das seit 8 Jahren jetzt gemacht, alle 3 Monate. So, you know, for him to fly from Copenhagen, he must be getting some kind of regular benefit. Also wenn er so regelmäßig von Kopenhagen nach hier fliegt, dann muss er ja einen gewissen Nutzen bekommen. I mean, this is actually very beautiful because on these weekends not only do we have a kind of intensive time together. Also, das ist sehr schön, denn an diesen Wochenenden ist es nicht nur so, dass wir eine intensive Zeit miteinander haben. But you can meet people who have the same priority. Aber du kannst Leute treffen, die die gleiche Priorität haben. And also people from different cultures, different countries. Und Leute aus verschiedenen Ländern und Kulturen. And so the benefit is not just with the teacher anymore. Und dann kommt der Nutzen nicht alleine von dem Lehrer. And traditionally in India there is something very valuable about a sangha. Und in Indien gibt es eine Tradition, die als wertvoll gesehen wird, das ist die Sangha. And sangha is kind of like the close group around the teacher. Und die Sangha ist eine enge Gruppe um den Lehrer herum. And if you would talk to some of the people, you would probably discover that they get a lot of benefit from that. Und wenn du hier mit den Leuten sprichst, wirst du rausfinden, dass viele das sehr hilfreich finden. Because you see, at a certain point, denn an einem bestimmten Punkt, you can get so many benefits from having a heartful and trusting connection to a teacher. Da kann es so hilfreich sein, eine
nahe und herzliche Verbindung mit einem Lehrer zu haben. I mean, you can learn to drive your car by yourself, of course. Na, natürlich kann man alleine Auto fahren lernen. But you know, maybe it takes a bit longer. Aber es dauert vielleicht länger. And you might damage a few cars in the process. Vielleicht machst du auf dem Weg auch ein paar Autos kaputt. And in a way, it's a bit the same with this spiritual work. Und im Grunde ist das mit dem der spirituellen Arbeit vergleichbar. Actually, this is all very, very easy, you see. Eigentlich ist das eine recht einfache Sache. So to have somebody who can point to how easy it is. Also wenn man da jemanden hat, der dir zeigt, wie einfach das ist. And if you like, make it clear what is not so important. Und der auch klar macht, was nicht so wichtig ist. I think there's a big value in that. Ich denke, da ist ein großer Wert darin. And in my case, I had a couple of teachers from India. Und in meinem Fall hatte ich ja mehrere Lehrer in Indien. And if I would look back, I would say that it was amazingly wonderful with both of them. Und wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, dass es einfach großartig war mit beiden. And you know, I kind of went from being an arrogant idiot in the beginning. Also, ich habe mich da verändert. Am Anfang war ich mehr so ein arroganter Idiot. Thinking that I know. Und damals habe ich geglaubt, ich wüsste etwas. And in the end of it all, I guess I realized I didn't know anything. Und am Ende von der ganzen Reise habe ich festgestellt, ich weiß gar nichts. And also, there wasn't anything to know anyway. Und dass es da auch gar nichts zu wissen gibt. And this seems to be what you're discovering for yourself. Und das ist ja, was du selber zu entdecken scheinst. That things that used to have some kind of meaning for you and your friends. Dass Sachen, die für dich eine Bedeutung hatten und für deine Freunde haben. You're beginning to see that they don't really have any meaning for you anymore. Da siehst du immer mehr, dass sie für dich keine Bedeutung haben. And you're in a way demanding of yourself something deeper, where you can find a meaning again. Und du suchst da etwas in dir, etwas Tieferes, um wieder eine Bedeutung zu finden. And this can be vulnerable. Und das kann auch eine verletzliche Zeit sein. Because it's actually not very common. Denn das ist nicht weit verbreitet. Most people accept what they've been told to accept. Die meisten Leute akzeptieren ja einfach, was ihnen erzählt wurde. Ja, yeah. That's right.